Weil zu einem anderen Lautsprecher, dem Havik, oder wie auch immer man den aussprechen soll, das ist ein kleiner und günstiger Bluetooth-Lautsprecher. Originalpreis 20 Euro, habe ich bei Kaufland für 11 Euro gekauft, war runtergesetzt. Dachte ich mir mal, nehme ich ihn mal mit. Die hier mit ihren schönen Zukleben, hier mit dem Klebeband. Das ist schön. Ich habe ein normales Ladekabel für einen Laptop, leider ohne Netzstecker. Nochmal nettes Zubehör, AUX-M-Kabel. Mit der Betriebsanleitung halten die sich fort. Sieht aber irgendwie nicht nach Deutsch aus. Auch Deutsch ist auch vorhanden. Kleiner günstiger Lautsprecher. An- und Ausknopf ist auf der Rückseite. Enter the Bluetooth. Okay. Der spricht mit einem. Rutschfeste Füße haben wir auch. Die sind auch beschichtet mit einer Folie. Oh, hier die Folie kann man gleich abmachen. Yeah, da hält er besser. Das läuft ja auch nicht weg, wenn man ihn anmacht. Der saugt sich fast sogar fest. Das sind ja schon fast Saugfüße. Dann mal verbinden. Wie heißt der Kleine denn schön? Unter HV-SK und ihr seht es ja selber, findet ihr den Lautsprecher. Connection successful. Oh krass. Ah, okay. Einstiegsbereich sollte es reichen. Naja, Lautstärke kann man mehr machen, finde ich. Was Lautstärke und Klang betrifft, ist in der Größe mehr drin.
Hier seht ihr auch die Passivbassmembran. Aber für so einen günstigen Preis, für unter 15 Euro, ist der Klang noch akzeptabel.